Wenn im Sommer der EM-Ball rollt, wird der Leipziger Augustusplatz zum Festivalareal. Vom 14. Juni bis 14. Juli fegen hier insgesamt 33 Musikacts über die Bühne der Fanzone. In Anwesenheit von Oberbürgermeister Burkhard Jung wurde am 18. April nun das komplette Festivalprogramm präsentiert. Gesamtprojektleiter Stefan Schädler gewährt einen Einblick. Ich glaube, viele Fans, auch abseits der Fußballkultur, die freuen sich wahrscheinlich auf den Finaleck mit Dieter Thomas Kuhn auch. Ich glaube, Clouseau ist ein großes Highlight, dass man den auch mal kostenfrei noch erleben kann. Wir haben unsere Prinzen, die natürlich als städtische bekannte Größe hier ebenfalls auftreten. Und ich glaube, das ist also wirklich ist für jeden was dabei. Wir haben aus dem Elektrobereich etwas dabei, über Rock und eben auch über Pop bis hin zum Schlager. Also es ist wirklich alles und für jeden Geschmack eigentlich etwas dabei und wir freuen uns einfach darauf. Neben den genannten spielen weitere bekannte Namen auf, wie die Spider-Murphy-Gang, Mia, Culture Beat oder Matthias Tanzmann. Aber auch Chor- und Blasmusik schallt über den Platz. Der Eintritt zur Fanzone und damit auch zu den Konzerten ist frei. Bis zu 15.000 Menschen können sich dann zwischen Oper und Gewandhaus tummeln. Rund 15 Millionen Euro investiert die Gastgeberstadt Leipzig in das gesamte EM-Spektakel. Viel Geld, wie Oberbürgermeister Jung bekannte. Doch die avisierten hohen Besucherzahlen in der Stadt könnten Schätzungen zufolge das 8- bis 13-fache in den Leipziger Wirtschaftskreislauf zurückspülen. Die vollständige Programmübersicht zum Festival finden Sie über die städtische Homepage leipzig.de.